Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid zu Teil 2 zum Thema Erdmagnetfeld, zum Thema Schwingungskörper, zum Thema Terrapro und zum Thema, wie der Experte Bernd Fuchs es geschafft hat, viele chronische Krankheiten durch die Aktivierung der Selbstheilungskräfte wieder in Regulation zu bringen. Ein fantastisches System, mit dem ich seit 2 Jahren arbeite, auf dem ich schlafe und das mich eigentlich komplett revolutioniert hat. Vielen Dank erst nochmal dafür, für dein System und schön, dass du da bist, Bernd. Gerne, David. Wir haben im ersten Teil darüber geredet, was für einen großen Einfluss natürliche Felder auf die Gesundheit des Menschen haben oder besser gesagt, dass sie die Grundlage überhaupt der Gesundung bilden. Du siehst es ja, ob das jetzt Menschen sind oder waren mit Depressionen oder körperlichen Problemen, das ist die Grundlage von allem. Und deswegen werden wir jetzt auch gleich in die Studien eintauchen, weil wir dann an speziellen Fallbeispielen hier von uns Experten uns nochmal darstellen lassen, inwieweit diese natürlichen Felder tatsächlich dann auf die Gesundheit wirken. Wir fangen an mit einem wunderbaren Bild, das ist eine Dunkelfeldmikroskopie, wo wir hier diese klassische Gelbrollenbildung sehen. Ja. Was ist die Gelbrollenbildung? Willst du uns dazu was sagen? Ja gut, das ist jetzt noch keine richtige Studie, was natürlich auch viele Mediziner sagen, ja, das ist alles Pillepalle. Aber da hängen sich im Prinzip die roten Blutkörperchen und es ist eigentlich pathologisch, würde Mediziner sagen, ja. Wenn die aneinander, miteinander verkleben. Und hier sind sie halt frei schwimmen schon nach 15 Minuten. Das ist ein Mensch, dessen Blut ihr unter Mikroskop angeschaut habt, genau. Dann 15 Minuten auf Terrapro sitzend, ja. Sitzen sogar ja, nur, ja. Nur auf dem Sitzplatz. Zeigt sich ein ganz anderes Bild. Ja. Das heißt, dadurch ist der Blutfluss verbessert, dadurch ist allgemein unser Herz-Kreislauf-System in einer ganz anderen Situation, Nährstoffe in die Zellen zu bringen, zu entgiften und alle unsere Organe mit dem zu versorgen, was sie brauchen. Ich vermute ganz stark, man hört immer mehr, sogar in der Pubertät, junge Leute, die einen Hirnschlag haben. Weil das Blut so verdickt, richtig. Dass der Fluss, ja. Also Todesursache Nummer 1, Herzinfarkt, ja, und Schlaganfall, so nennt man es, wenn die Arterien im Gehirn zugehen, ist Todesursache Nummer 1 in Deutschland. Und hier haben wir schon mal ja, einen wunderbaren Ansatz, wie der Körper in seine Selbstregulation, ganz wichtig, wir machen keine Aussage, sagen wir, bringen den Körper in seine Selbstregulation. Das heißt, wir nehmen die ganzen Störfrequenzen und geben eigentlich schon das, was mal war. Und dann sieht das Ganze so aus. Ja? Genau so viel dazu. Wir schauen mal weiter. Genau. Das war das Prinzip der Terrapro nochmal, weil es so schön ist, das Bild, will ich darauf nochmal eingehen. Das ist mein Lieblingsbild. Hier sehen wir die Selbstregulierung durch das Erden. Ihr seht jetzt hier ein Kabel. Aber das ist kein Stromkabel, sondern ein Erdungskabel, das mit der Erde und diesen ganzen Steuerungsmechanismen, die in einer Sekunde 100.000 Stoffwechselprozesse in der Zelle koordinieren. Wer koordiniert das? Glaubt ihr, euer bewusster Verstand koordiniert das? Nein, es sind Felder. Es sind Felder, die hier von unserem Ursprung ausgehen und die hier störungsfrei übertragen werden. Und das ist das Spannende, denn störungsfrei. Und da unterscheidet die Terrapro von allen anderen auf dem Markt zugelassenen Erdungsmatten. Ja, wir haben natürlich haben viele versucht, auch das Krasseste war ja, da gibt es welche, die haben dann unsere Gutachten von unserer Webseite runterkopiert und haben gesagt, wir haben das Gleiche wie du, können wir das bei uns dann auch draufstellen? Ungefragt, echt, also Hammer. Und dann haben wir damals, 2004 schon, in Graz unten gerichtlich den einzigen damals zugelassenen Gerichtssachverständigen das Ganze untersuchen lassen, haben halt Vergleichsgutachten gemacht. Mir auch fast allein das Vergleichsgutachten 20.000 Euro gekostet, ja. Nur um nachzuweisen, das eine kann Magnetfelder ausgleichen und das andere eben nicht. Und die normalen Erdungssysteme können es nicht. Das haben wir bewiesen und ich habe es nicht nur physikalisch bewiesen. Wenn man dann in Kalifornien diese Zellstudie gemacht, da haben wir auch den physikalischen Nachweis und auch den biologischen Nachweis gebracht, dass also Zellen rund um die Terrapro, also nicht auf ihr, sondern rundum im Radius von 50 Zentimetern, kann man sich das so vorstellen, den Radius, richtig, den eingezeichnet ist? In einem extrem Elektrosmog verseuchten Milieu, wo also keine Zelle, der hat insgesamt, glaube ich, 823 unterschiedliche Produkte geprüft im Laufe der Jahre und wusste also, unter starker Bestrahlung überlebt keine menschliche Zelle, also es waren Hautzellen, irgendwie speziell behandelt in so Petrischalen, überlebt keine Hautzelle länger als einen Zeitraum von 20 Minuten.
Und dann haben wir halt aus Null haben wir damals 48% gemacht. Okay. Und es hat bis dahin nicht mal ein Produkt, das es war extrem brutale Bestrahlung. Wurde das dann nicht irgendwo publiziert? Ich meine, das ist ja eigentlich eine Sensation. Das müsste doch in Science, in Nature, in den ganzen großen Fachzeitschriften, ja, ja, müsste das doch publiziert werden, sowas. Das ist ja bahnbrechend. Tränen könntest du weinen, wenn du wüsstest, dass derjenige, der die Menschen wieder störungsfrei mit dem problemlösenden Naturfeld verbindet, ist nicht unbedingt ein Freund von Lobby. Und mir hat der Professor damals, ich habe gesagt, oh, Joey, kannst du das jetzt ins Time Magazine bringen? Und sagte, wenn, dann bist du ein toter Mann, weil ich glaube nicht, dass das amerikanische Militär mit ihren ganzen elektromagnetischen Manipulationen in dir einen Freund hat. Lass es. Lass es, und deswegen reden wir auch gar nicht drüber. Die Zuschauer, die hier aktiv sind bei YouTube, die kennen auch die ganzen anderen Hintergründe zu diesen Themen, was man als Verschwörung, Manipulation und diese ganzen Themen im Internet recherchieren kann. Wir gehen weiter auf die sensationellen Fakten ein, die du hier gesammelt hast, und dann kommen wir zur nächsten Studie. Und zwar haben wir hier eine Doppelblindstudie, Sportakademie, Universität Salzburg. Was wurde da gemacht? Was sieht man hier an diesem Ball? Wir haben mit Leistungssportlern eine Doppelblindstudie gemacht. Also da es waren glaube ich 80 Sportler. 40 haben eine echte Therapro erhalten und 40 eine Placebo. Und das ist die das Kreatin ist ja ein Enzym, Kreatinkinase, bedeutet nach dem Leistungssport hast du ja ein steigt die Kreatinkinase, dieses Enzym an, weil die Muskeln entzündet sind. Ja? Die sind also Entzündungswert im Körper. Und der hat praktisch bei der Placebo-Gruppe volle 9 Tage, also 216 Stunden, gebraucht, bis der wieder einen Ausgangspunkt zurückkam. Und bei der Währunggruppe waren es genau 48 Stunden. Das heißt also, man kann natürlich sagen, das Herz ist ja auch ein Muskel. Ja? Also sprich, das hat mehr Bedeutung, wie also jetzt nur auf reine muskuläre Bedeutung. Genau. Wir haben gesehen bei Epilepsie-Kindern, dass also der entzündliche Herd kleiner wird und so weiter. Es ist generell bei Entzündungen eine super Sache, sich wieder mit Mutter Natur zu verbinden. Absolut, das heißt auch bei mir ganz klar, ich merke, wenn ich auf Therapeut schlafe, bin ich erholter, weniger Muskelkater. Ich trainiere ziemlich hart, ich kenne vielleicht mein neues Sea-Wave-Trainingsgerät, das macht mich richtig kaputt. Und dann schlafe ich da drauf, dann bin ich am nächsten Morgen erholt. Spätestens nach 48 Stunden bin ich wieder fit. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe ja Top-Sportler wie Thomas Morgenstern, dürften ja auch in Deutschland bekannt sein, von 2009 ab betreut. Die nordischen Kombinierer der Österreicher, Willi Denifel, das waren die haben ja Gold geholt, sind Weltmeister und Olympiasieger geworden. Die haben darauf geschwört, also die haben gesagt, du kannst trainieren bis zum geht nicht mehr. Thomas Morgenstern hat gesagt, er hat mal so trainiert, er wäre am nächsten Tag die Arschbacken weggeflogen, verstößt. Das hilft auch Therapeuten. Ja, genau. Und man ist erholter, das heißt, es muss gewachsen, die anabole Wirkung ist massiv gefördert. Genau. Ja, weil ja die Erholung besser ist, genau, die Durchblutung besser. Und deswegen der Zitat des Studienleiters, der Dr. Erich Müller sagt, man kann davon ausgehen, dass die Benutzung von Therapro bei jedem Menschen zu einer rascheren Regenerationsfähigkeit führt, die sowohl körperlich bzw. motorisch, aber auch für die psychische Erholung relevant sein kann. Mit Therapro kann die Schädigung der Herz- und Skelettmuskulatur nach körperlichen Belastung deutlich verkürzt werden, ist das Fazit. Ja. Sehr, sehr gut. Da siehst du, wie wertvoll deine Studie. Das ist deine, jetzt ist erst deine Arbeit überhaupt publik. Diese ganze Zeit schon hat nie jemand gelesen. Ja, wahrscheinlich hast du. Und das ist das Wichtigste. Ja, ja, aber ihr habt sie auf der Website. Du hast es auf der Website. Keiner geht auf die Website. Du weißt, wie die Leute heute sind. Du musst sie in die Fresse halten. Ja, du hast recht. So, und dann erklären. Und was ist das? Ja. Du musst jetzt nochmal zurück. Gehst du noch, am besten nochmal aufs Fazit unten. Ah, okay. Wenn du Isabelle da ist. Da gehe ich nochmal auf Fazit. Da gehst du jetzt mit da an. Ja. Wir müssen aber auch nochmal auf den Punkt, dass ich nicht nur ein System habe, dass ich nicht nur ein Fachspezialist bin, sondern... Richtig, das ist ja, das erwähnen wir zum Schluss und da verweisen wir dann auf die Website. Ja? Okay. Da nicht, weil das haben wir in der letzten Sendung so vertieft, jetzt wollen wir uns auf die Studien konzentrieren. Genau. Also, das Fazit war, Therapro kann die Schädigung der Herz- und Skelettmuskulatur nach körperlicher Belastung deutlich verkürzt und reduziert werden. Das heißt, es ist sowohl was für Leistungssportler, ja,
als auch was für Amateure, die einfach jetzt, sag ich mal, besser schlafen wollen, oder für kranke Menschen, die wirklich da Probleme haben. Es gibt ja heute Sachen wie Fibromyalgie und unglaublich viele Krankheiten, wieder 40.000 Krankheiten werden jetzt mittlerweile geführt, die man in der Ursache wo ganz anders angehen kann. Du, ich habe ja jetzt 20 Jahre mit flachem Ball gespielt, ja, weil ich bin natürlich kein Freund der Pharmaindustrie, ich bin auch kein Freund der Mediziner, weil ich halt von einer ganz anderen Seite komme und die Sachen ursächlich löse. Und ich habe, man hört es ja im Dialekt, wo ich herkomme, im Südwesten der Republik, und habe da in einer ganz kritischen Ecke von Oberösterreich eine Kinderstudie gemacht. Ist die auch dabei? Die ist auch dabei. Dann gehen wir mal rein in die Kinderstudie. Warte mal, was haben wir hier? Es gab... Ah, das ist nochmal vergrößert. Das war die Studie von eben nochmal vergrößert, dass man auch für die Kamera sieht. Sowieso, wenn ich diese Bilder hier drunter, wenn mich jemand fragt, soll ich für E-Mail rausschicken, dass sie nur die Bilder, dass sie die nochmal anschauen werden. Ich weiß, du bist da vorgeschickt, aber ich schicke nur die Bilder. Ja, erst. Gut. Ist das die Kinderstudie jetzt, zu der wir kommen? Nee, das ist jetzt die, das war die... die Zellkulturstudie. Genau. Da haben wir... Genau, erzähl nochmal was kurz dazu. Da haben wir sogar untertrieben. Das waren sogar 88%, habe ich gestern noch gelesen. Besser so rum. Also das war das, wo die Zellen in ein ganz... Das war hier in ganz wirklich brutaler Bestrahlung. Da haben wir die, also wo vorher keine Zelle überlebt hat, haben wir nach 20 Minuten immerhin 48% gehabt. Wahnsinn. Kein einziges Harmonizer-Produkt von den vielen 100 getesteten von Joey hat auch nur 1% geschafft. Wahnsinn. Also es war extremst. Das haben wir nicht mal mit 5G. Und da haben wir da war es weniger stark, also wenn alles aus war, alles sauber war, war Oberkante ohne Therapro 89% und mit Therapro wieder mit Bestrahlung, aber nicht so intensiv wie da, haben wir 88 geschafft. Wir waren 1% runter unter Optimum. Also, das heißt, Optimum. Es ist quasi, als wenn nichts wäre. Wenn richtig. Auch wenn ich in einem Stark, hier haben wir Stark, ja, hier haben wir Extrem. Das ist zum Beispiel, wenn ich neben Handy mal schlafen würde. Ja, genau. Ungefähr. Und das ist, wenn ich einfach in meiner normalen Wohnung heute schlafe. Leider ist es ja so. Und da ist es quasi wie, als wäre ich einen ganz normalen Schlaf. Richtig. Fantastisch. Ja, und auch wieder hier natürlich, das sind alles renommierte Forscher. Der Bernd macht sich doch oft kleiner, als er ist. Ja, man muss sehen, was da alles dahinter steht. Das sind Professoren, das sind renommierte Forscher, das sind Doppelblindenstudien. Wie sagt Dr. Pöpp, untersuchte die Wirkung einer pulsierenden Magnetfeldmatte in Kombination mit Therapro etc. Das hier alles. Geh weiter, nächste Seite, und jetzt zeige ich das ganz kurz, was das bedeutet. So eine Magnetfeldmatte bildet ja ein technisches Magnetfeld. Das, und Magnetfeldmatte bildet technisches Magnetfeld. Und ich habe gesagt, legt man eine magnetfeldausgleichende Therapro über eine Magnetfeldmatte, dann müsste das sich absolut positiv verändern. Und dann sieht man halt hier Placebo, Verum, also wenn keine Therapro, also es war praktisch eine leere Hülle, ja, dann war das immer minus, minus, minus. Und die Verumgruppe, das ist alles von minus ins Plus gewandelt. Minus, Plus, Wahnsinn. Bauchorgane, also das war, erzähl mal kurz, worum es hier geht, was das mit den Organen auf sich hat. Ja, der hat halt verschiedene Organe dann gemessen, also mit Biofeedback-Geräten, unterschiedliche Organe halt rausgemessen, und da war ganz klar, ohne Therapro meist im Minus, also ins Negative, und in der Kombination ist das Ganze plötzlich super positiv geworden. Das heißt, die Organe konnten sich besser erholen, ihre Funktionalität wurde verbessert, sie wurden besser durchblutet, sie waren leistungsstärker, sie konnten sich rehabilitieren. Was wir sehen ja technische Magnetfelder nicht, wir nehmen sie mit keinem Sinn wahr, deswegen sind wir außer Blöd und legen, kaufen uns eine Federkernmatratze, heißt Boxspringbett, und legen uns vielleicht noch ein Kabel von unterm Bett durch. Oder ein Wasserbett mit Heizung. Ja. Will ich nicht mal gegen wettern, aber da gehört dann unbedingt der Therapro drauf, verstehst du? Ja. Gut, also nächste Studie. Was haben wir hier für eine Studie? Das ist jetzt die Kinderstudie. Das wollte ich vorhin sagen. Ich als Schwabe habe mich in eine der vom Menschentyp kritischsten Ecken in Oberösterreich gestellt. Ja. Also da, wo es jubeln, wenn du als Deutscher auftauchst, verstehst du? Und habe gesagt, meine eingetragene Marke Therapro
wir machen eine Kinderstudie. Dann das haben wir öffentlich gemacht, ja, in der Zeitung angekündigt. Dann werden wir jetzt Schritt für Schritt mal darauf eingehen. Wir fangen mal oben mit der Studie an. Also es wurden 116 Kinder mit Schlafstörung und 57 mit Infektanfälligkeit und 67 mit Allergien. Neurodermitis und so weiter, alles dabei. Es waren also insgesamt waren es über 150 Kinder, knapp 150. Von den Fragebögen, da mussten ja die Eltern, konnten die online ausfüllen, also nicht mal von Hand, sind halt nur 123 immer im korrekten Zeitraum gekommen und die waren auswertbar. Aber letztendlich haben wir am Anfang nur mit unserem Schlafsystem gearbeitet. Nach den 10 Monaten habe ich empfohlen, entgifte die Kinder noch, weil ein Kind mit Neurodermitis hat halt auch Gifte. Wir lösen nicht alles mit unserem Schlafsystem, sondern es muss eine Kombination aus mehreren Dingen sein. Aber die Ergebnisse, was man jetzt sieht, gehen wir mal auf die oberen Ergebnisse. In Österreich gibt es keine Schulnote 6, deswegen haben wir nur 5. Also das wäre ein 5er, also das Schlechteste. Das war bei der Schlafqualität vor der Studie. Vor Beginn, ja, da so war es sehr schlecht, haben wir schlecht, befriedigend gut, sehr gut. Und da haben wir praktisch nur, also noch ohne Entgiftung, wir wissen ja, Toxine können auch Schlafprobleme verursachen, und haben im Prinzip um 1,8 Noten das Ganze, also fast im... Also dann nach der Studie war die Schlafqualität bei einigen nur noch befriedigend. Ja. Bei den meisten gut und bei vielen 63 sogar sehr, sehr gut. 43. Das war die Schlafqualität. Jetzt ging es auch um die Infektanfälligkeit. Die schauen wir uns jetzt mal hier vergrößert an, dass ihr das vor der Kamera auch alles seht. Ja, weil das ist ganz wichtig, dass wir diese Studien als sehr rational orientierte Menschen immer mal auf uns wirken lassen und auch mal seine Leistung sehen, die dahinter steckt, was er da alles, ja, das hast du ja alles aus eigener Tasche finanziert. Da gab es keinen großen Finanzier, der gesagt hat, hier, ich finanziere dir das. Das meinen die meisten Leute, die sich so melden, die sind ja wirklich voller Respekt. Aber es gibt halt auch die anderen, die Unverschämten, und sagen, warum ist das so teuer? Das sage ich ja, weil ich mich 20 Jahre lang wirklich nur aus eigenem Geld immer wieder investiert habe. So eine Studie, die kostet halt mal gleich mal 200.000 Euro. Ja, und oder, ja, es ist krass. Das glaube ich dir. Und da steckt ein siebenstelliger Betrag dahinter. Und glaubst du, wie oft habe ich Urlaub gemacht die letzten 20 Jahre? Ja, es ist mein, ich lebe das. Es macht mir einfach Freude, anderen Menschen zu helfen. Und ich bin nicht der Typ, der irgendwen abzockt. Ich wollte auch immer wissen, mit jedem G zusätzlich, was kam, habe ich auch überprüft. Kann ich meine Aussagen noch halten? Das ist für mich wichtig, weil es keine Dampfplauderei. Absolut. Also hier ging es um die Infektanfälligkeit zu Beginn der Studie. Da war die sehr, sehr schlecht und befriedigend. Im Prinzip Arbeit um 2 Minuten fast verbessert. 10 Monate Therapo. Ach, schön, dass es aber 10 Monate sind, weil viele sagen, ich habe eine Nacht drauf geschlafen, ich habe noch nichts gemerkt. Ja. Also dass man die Sache auch Zeit gibt, die Sache auch mal wirken lässt, weil diese Felder natürlich erstmal alles wieder regulieren müssen. Richtig. Ja? Die Menschen spüren sich ja nicht mehr. Also haben sie sowohl subjektiv, wenn sie zwei Handys, wie der Typ vorher mit zwei Bluetooth-Ohrstöpsel links und rechts, muss man jetzt schon links und rechts Stereo. Naja, das ist seine Sache. Die spüren sich nicht mehr. Ja? Also die spüren weder positiv noch negativ. Richtig. Also es dauert einfach bei manchen, die spüren sich noch. Eigentlich die Mehrheit spürt sofort was, aber es gibt halt auch diese Minderheit, die liegt vielleicht zwischenzeitlich bei 30-35%. Die subjektiv keine Wahrnehmung haben, aber wo dann der Arzt nach einem halben, dreiviertel Jahr sagt, hey, was ist bei dir passiert? Dein Blutbild ist so verändert. Wahnsinn. Und ganz wichtig, Infektanfälligkeit für alle, die meine Videos schon länger folgen, hat damit zu tun, dass das Mikrobiom, ja, wo unsere ganze Darmflora, in dem 80% unseres Immunsystems sitzen, die Infektanfälligkeit viel besser regulieren können, wenn dieses Mikrobiom eine bestimmte Spannung hat oder ein bestimmtes Feld, oder man spricht auch von Säure-Basen-Gleichgewicht, das heißt auch ein energetisches Gleichgewicht. Ja. Das heißt, das hier ist sowohl für unsere Verdauung, für unser Mikrobiom, für unsere, sag ich mal, virale, bakterielle erste First Line of Defense ganz wichtig, dass wir ein erdendes Feld haben, dass wir Regulationsmechanismen haben, die ein gutes Spannungsfeld, ein gutes Milieu ermöglichen, indem sich dann auch natürlich die Infekte nicht mehr halten können. Also ich werde gar nicht mehr krank. Ich war früher in jedem Winter, habe ich mindestens 2-3 Mal Bronchitis gehabt. Obwohl du nicht mal Rohkost isst. Ja, richtig. Ja. Und
ich muss dir echt sagen, wir sind jetzt, in den Bergen hatten wir ein Inversionswetterlager, hockst du abends oben auf der Alm, ist noch lustig, Sonne scheint, Sonne geht unter, oben war es total warm, wir kurze Hosen angehabt, fahren runter, unten im Tal waren es noch 4 Grad und dann mussten wir noch so 15 Kilometer mit dem, also es war so brutal kalt, hey, normalerweise bist du krank. Aber du schläfst auf der Terrapo, ja, und wie wir gesehen haben hier oben, ja, schon ein paar Nächte auf der Terrapo steigern die Schlafqualität und wie in der vorigen Studie, ja, dass du einfach viel besser erholst. Deine Muskeln erholen sich besser, ja, und nach 48 Stunden bist du wieder fit. Gut, kommen wir zur nächsten Studie. Und zwar, das heißt nicht Studie, nächster Teilbereich der Studie, und zwar Allergien und Neurodermitis. Zu Beginn der Studie bei den Kindern sehr schlecht befriedigend, ja, viele waren schlecht. Nach der Studie wiederum 10 Monate, also wirklich, geht da mal rein und prüft es mal über längere Zeit. Nur noch 15 befriedigend, 19 gut und sogar 33 sehr gut. Wieso waren es bei dir? Ich habe letzte Woche wieder 2 Anfragen gehabt von Erwachsenen zwischenzeitlich mit Neurodermitis, die alles schon wirklich probiert haben. Und die haben mich gefragt, wie viel Erfahrung das ich hätte. Ich habe mit Neurodermitis einen 4-stelligen Erfahrungswert. Und ich garantiere bei Neurodermitis, dass es heilbar ist. Es ist nur eine Kombination aus Umweltgiften, sage ich mal, also nicht nur elektromagnetische Problematik, sondern in erster Linie halt auch Toxine. Und die du halt nicht mehr im Zeitalter von WLAN aus dem Körper bekommst. Die kriegen wir nicht mehr raus, um nochmal dann den Bogen zu spannen, nur mit Zeolit, Chlorella etc., sondern man muss auch ein natürliches Feld haben, damit die Regulationsprozesse, ja, und die Entgiftungsprozesse, damit die extrazelluläre Matrix nicht mehr gestresst wird, sondern in Ruhe arbeiten kann. Es geht nur darum, es geht gar nicht was zu geben, sondern einfach was zu nehmen. Und zwar den Zellstress zu nehmen, dass einfach die natürliche Wirkung, ganz einfach natürliche Prozesse einfach ablaufen können. Ja? Korrekt. Gut, wir gehen zur nächsten Studie. Also ihr seht hier fantastische Ergebnisse. Bernd, wirklich großes Kompliment, weil ich auch in meiner, jetzt ist mir erst in aller sag ich mal, Konsequenzen mir verdeutliche, und da haben wir nochmal Referenzen zu Terrapro. Also ihr seht hier mehrere Professoren, ich weiß gar nicht, wo du die alle hergezaubert hast. Also es ist ja unglaublich. Das war eine wahnsinnige Arbeit und es war immer Überzeugungsarbeit. Und vor allen Dingen bei Ärzten, die haben ja von Physik keine Ahnung. Die schauen dich dann an und sagen, ich kapiere es zwar nicht, aber gäbe mir es, wenn es bei mir funktioniert. Das sind alles Ärzte? Zum Beispiel, das war der emeritierte Dekan von der TU Graz, der hat mich beim Vortrag in Graz vor Energiemedizinern, waren so 60 Energiemediziner da, und der wollte mich wirklich platt machen. Er hat gesagt, kommen Sie ein bisschen früher, dann reden wir drüber. Und ich weiß gar nicht, ob er noch lebt. Wir waren zeitlang, haben wir recht regen Kontakt gehabt. Der Mann dürfte jetzt auch Mitte 80 sein, schätze ich mal. Der war so linkshirnig und er war so begeistert. Also er war eher der Erfindertyp, weißt du, linkshirnig, also wenig Gefühl, Intuition. Ja. Und er war so begeistert, er hat nach 4 Wochen gesagt, ich fühle mich wie im Schoß von Mutter Erde. Das war Wahnsinn. Das heißt, Varga war auch ein großer Kritiker von mir, der ist ja zwischenzeitlich schon gestorben. Und Varga hat mich gebeten, zu ihm nach Heidelberg zu kommen. Weißt du, hab mir schon einiges anhören müssen, vor allen Dingen Betrüger. Und er hat dann sich bei mir entschuldigt und hat gesagt, Herr Kollege, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Nee. Ja. Bei der Schmerzambulanz auf der Webseite vom Krankenhaus in Tirol sieht man noch das einzige Produkt, und da habe nicht ich gefragt, ob ich auf deren Webseite darf, sondern das Krankenhaus hat mich gefragt, ob sie ein Video, was ich mit dem Dr. Wolf mal abgedreht habe, für unsere Webseite, nee, bei Ihnen auch die Webseite, nee, stellen, weil sie haben so tolle Erfolge. Du, da kurz unterbrechen, mit den die beiden Zukunft so, wird Folgendes bringen. Krankenhäuser werden Therapeuthäuser werden. Unter jedem Krankenbett wird bald eine Therapeut liegen. Leute, ihr redet, also es gibt immer ganz schlimme Horrorszenarien. 5G, Apokalypse, jetzt im November soll die Welt untergehen, die Rothschild, Rockefeller, das wird alles zerstören, der Planet wird ausgerottet. Hier ist Zukunfts-TV, Leute. Die rohe vegane Lebensweise wird überleben, Therapeut wird überleben und alle, die sich in diesen Einklang der Gleichheit, der Liebe, des Mitgefühls einschalten wollen, werden überleben. Macht euch gar keine Sorgen. Und in dieser neuen Welt werden wir eine Zeitalter der Glückseligkeit auffordern. Ich habe darüber so ein dickes Buch geschrieben, wo ich alle Methoden, Konzepte und so, ob es Geldsystem, Währungssystem, Bildungssystem, alle Konzepte werden revolutioniert werden. Und das Schlafsystem wird auch revolutioniert werden. Und zwar werden alle auf Therapro liegen und wir werden ein harmonisches Umfeld haben. Also macht euch gar keine Sorgen, Leute. Es wird weitergehen, und wenn was bestehen bleibt, dann solche Technologien, und dann werden die Krankenhäuser Gesundheitshäuser sein mit Therapro.
ich bin auch gegen Schwarzmalerei und ich bin der Meinung, dass das auch eine gesunde, naturschöpfungskonforme Technik geben wird. Ja, genau. Dieses Drecksystem, was uns absichtlich krank macht, muss weg und es wird auch in Kürze verschwinden. Es ist bald verschwinden. Es ist schon eine Auflösung. Aber es verschwindet nicht, dass wir nur darüber reden, sondern dass wir Fakten. Also ich mache diese ganzen Sachen auch. Ich hole mir dann eine Therapeut, ich nehme die Eigeninitiative, ich gehe nicht da auch die scheiß Handymasken und so, aber ich gebe nicht 30 Euro für einen Chip aus oder für eine Therapeut, das ist mir alles zu teuer. Muss in die Selbstverantwortung gehen, Leute. Es wird nicht von außen der Politik kommen und wird sagen, hier hast du eine Therapeut. Und das ist nämlich genau das Entscheidende, dass ihr begreift, ihr seid die Schöpfer. Wenn ihr euch die ganze Zeit auf negative Dinge konzentriert und die ganze Zeit 5G und Weltuntergang, dann werden wir das erschaffen. Ja? Attention goes where energy goes where attention... Where attention goes, energy flows. Genau, where attention goes, energy flows. Oder besser gesagt auf Deutsch, worauf ihr eure Wahrnehmung richtet, das erschafft ihr. Da fließt die Energie rein. Und deswegen konzentriert euch auf positive Dinge wie Bernd und mich und diese Sendung und andere, die in die Richtung arbeiten, wobei es immer weniger werden. Ich will positive Sachen auch von euch hören, die mit denen mich inspiriert, wo ihr mir Ausblicke für ein neues Zeitalter gebt. Verstanden? Dankeschön. Gut, also Referenzen sind da, Studien sind da, ich wüsste gar nicht, was noch alles da sein sollte. Wir fassen nochmal zusammen, wir wollen auch nicht wieder überziehen. Wir haben schon, er und ich, 8 Sendungen angedreht. Noch das alles andere. Das ist alt. Ich mache nichts mehr mit der Rückgabegarantie. Gut, dass du sagst. Lass uns darüber reden. Weil ich gemerkt habe, am Anfang haben wir ausgeliehen. Dann hast du Ware zurückgekriegt mit Urin und alle möglichen Flecken. Und es funktioniert ja erst auch nach 10 Monaten viele dieser Effekte. Dann haben wir es vermietet. Eine Vertriebsfirma von uns hat es vermietet. Da haben wir gemerkt, wir ziehen einfach das falsche Klientel an. Ja. Und wenn jemand sagt, ja, kriege ich bei euch eine Rückgabegarantie, haben wir gemacht, bis wir einen gewissen Bekanntheitsgrad hatten. Versteht? Ich sage immer, wer auf diesem Planeten geboren ist und wer nicht irgendein Hybridwesen ist, sondern Mensch, ja, der wird davon profitieren. Dafür stehe ich. Ich möchte aber, ich habe eins gemerkt und das erkläre ich ja auch, ich habe ja 8 Videos auf der Webseite, wer Näheres wissen will, alle relativ kurz, insgesamt Stunde, ich glaube, das kann man für ein wichtiges Thema die Zeit nehmen. Da habe ich wirklich alles erklärt und im 8. Video sage ich, ich habe einfach Bock auf Leute, die ein Ziel haben, die gesund werden wollen, weil wenn ich die Menschen sauber mit dem Naturfeld wieder verbinde, dann bewegt sich nur etwas, wenn die Menschen einen Willen haben zur Gesundwerdung. Weil wenn jemand einfach so gern jammert und so gern krank ist, weil er dann wichtig ist für sein Umfeld, dann ist er kein Kunde von mir. Weil ich bin Maximalist, ich will 100% für meine Leute. Es gibt den schönen Spruch, man kann alle Krankheiten heilen, aber nicht alle Menschen. So ist es. Manche wollen krank sein und leiden. Und die Leute sollten sich dann dessen auch bewusst sein. Wir sind für die da, die wirklich gesund werden wollen und die jetzt auch das Urprinzip verstanden haben. Wir haben hier keine Heilaussage getroffen, wir haben nur auf die Natur gerufen. Du lässt auch die Natur für dich heilen. Ja. Du heilst niemanden. Das ist ja das. Am Anfang habe ich natürlich Probleme gehabt wegen Heilaussagen und so weiter. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, ich kann gar nichts. Ganz genau. Ich kann nichts. Ich habe nur ein Instrument geschaffen, was mit der Schöpfung verbindet. Und der wird man die Heilkraft wohl nicht absprechen können. Das war's. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank dir, Bernd, für diese, aber auch für alle anderen Sendungen, die wir schon gemacht haben. Für dein fantastisches System, Leute, ich schwöre darauf. Ja. Ich benutze Therapro selbst, empfehle es wirklich eigentlich fast jedem mittlerweile. Wir haben noch vergessen zu sagen, dass es hier, weil die Menschen, die dann sich melden, sagen immer, sie interessieren sich für Schlafsystem. Fürs Geld gibt es ein bisschen mehr bei mir. Erklärst du? Es gibt eine komplette Beratung, wir sind ganzheitlich. Es geht um Ernährung, es geht um Entgiftung, es geht um ein parasitäres Geschehen und es geht letztendlich um diese Naturverbundenheit, wie dein Leben soll. Das heißt, du, ich höre dich oft oder sehe dich oft, du bist in den Bergen unterwegs, Fans, Mountainbike etc. Es geht um ein Lifestyle-Konzept, was hier angeboten wird und von dir vertrieben wird. Es ist nicht nur eine Matte. Nee, es ist einfach so, ich hab dann gesehen, dass das Thema Mobilfunk nicht alles ist, sondern dass die Toxinbelastung bei den Menschen immer zunimmt. Durch einen Freund in der Umweltklinik, der hat mir natürlich auch berichtet, dass es immer schlimmer wird, die Situation. Und dann ist das Thema Parasiten, Borrelien, Toxoplasma gondii aufgekommen, die ja im Gehirn auch sitzen. Und die sind ja nur dort, weil wir metallische Nervengifte wie Quecksilber und Aluminium, die von den Parasiten gern gefressen werden, auch dort sind. Also sprich,
Das eine kann bis die Parasiten können dich deine Persönlichkeit beeinflussen bis zur Schizophrenie und die Toxine, die machen dich blöd oder kriegst Parkinson, Alzheimer, multiple Sklerose. Da habe ich gesagt, ich muss das auch noch mit dazu packen. Ja, und heute kann ich wirklich sagen, um es abzukürzen, ja, die mangelhafte Bioverwertbarkeit, haben wir vorhin angesprochen, mangelhafte Entgiftungsfähigkeit, das sind so mit Mobilfunk, Demineralisierung, Toxine, Parasiten und die zwei Bioverwertbarkeit, Entgiftungsfähigkeit sind die sechs Punkte, die ich in der Basis einfach angreife mit drei wunderbaren, einfachen Lösungsmitteln. Und die Grundlage, dass es funktioniert, ist halt TerraPro. Das ist die Grundlage. Und deswegen nochmal ganz wichtig an euch, nehmt die Sache ernst. Ihr seht hier wirklich, das ist das Fundament der Gesundheit, wenn ihr so wollt, weil es einfach die natürlichen Regulationsmechanismen in eurem Körper wieder ansteuert. Und das ist ganz wichtig, Leute. Es wird viel, wie gesagt, schwarz gemalt. Es ist auch eine sehr dunkle Zeit. Es ist auch ganz gefährlich, heute hier zu leben. Und deswegen bin ich bin immer sehr locker, ich bin lache viel und blöde. Aber bei manchen Sachen bin ich knallhart ernst. Und zwar bei solchen Sachen. Und da mache ich auch keinen großen Zirkus, sondern dann sage ich, ja, da spare ich jetzt mal drauf, da investiere ich so in so eine Sache, da bringe ich nicht so eine Lockerheit rein, sondern da bin ich einfach todernst. Weil die Sterbungsraten, die Todesraten nehmen immer mehr zu. Ich habe Freunde, die sitzen hier im Meldeamt, die sagen mir, es gab noch nie so viel Abmeldung wie letztes Jahr. Und letztes Mal hatte ich mir auch schon gesagt, es sterben immer mehr Menschen, dieses große Massensterben, was immer erzählt wird, ist jetzt. Das dauert nicht noch irgendwann, die Apokalypse ist nicht irgendwann, es ist jetzt. Und jeder von uns hat in der Hand was dagegen zu tun. Ich möchte nochmal sagen, ich verstehe es einfach nicht, dass die Menschen immer erst kommen, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Bei uns sind 10%, die präventiv was machen und 90% sagen, ich bin am Ende. Ganz genau. Ja, die haben schon alles durch. Und nochmal, die 60% der Menschen haben Neuroparasiten. Das war eine Meldung von vor 2 Jahren. Und deswegen sage ich dir, die sind gar nicht mehr selbst bei sich. Selbst viele, die es anschauen, so die sehen es, aber die merken gar nicht, dass da ein Teil in ihnen ist, der Angst hat, entgiftet zu werden, der dann sagt, kauf dir auf keinen Fall eine Therapie. Der ist ein Betrüger, der will nur Geld mit dir machen. Das sagt dann ein Parasit in seinen Kopf und genau. Deswegen kauft die es nicht. Genau. Und das ist auch nicht schlimm, weil wir haben kein Problem damit, Leute. Ihr müsst es für euch selbst entscheiden. Jetzt haben wir vielleicht was in euch getriggert, was da euer eigenes Selbst hochkommen lässt. Lasst dieses Selbst wieder zu Worte kommen. Wir sind die Arche Noah, Leute. Es wird bald eine große, oder es ist schon eine große Flut da. Ihr könnt euch überlegen, gehe ich mit auf die Arche Noah, gehe ich damit ins neue Zeitalter oder gehe ich runter? Und selbst wenn, es auch nicht schlimm, ihr werdet im Anschluss ein Video zum Leben nach dem Tod und diese ganzen Sachen erfahren. Der Tod ist auch kein Ende. Ja. Guter Abschluss. Guter. Ja. Danke fürs Zuschauen. Und wenn ihr Lust auf mehr Gesundheit bekommen habt, besucht uns doch in der Rocosteria in Frankfurt. Lasst euch kulinarisch verführen und geschmacklich verzaubern. Macht einen Bio-Vital-Scan und wir stellen euch einen individuellen Ernährungsplan zusammen, der genau an eure persönlichen Bedürfnisse angepasst ist und auch nur die speziellen Superfoods enthält, die ihr auch wirklich braucht. Schaut euch einen unserer Videokurse an oder bestellt euch einen roh-veganen Ernährungsplan, um noch mehr Energie in euren Alltag zu bringen. Wir haben euer Interesse geweckt. Lest am besten eins meiner Bücher für noch mehr Hintergrundinformationen. Ihr wollt loslegen? Startet am besten morgens gleich mit frischem, basischem Aquion-Wasser und geht euch draußen an der frischen Luft ein paar Wildkräuter sammeln, die ihr dann in eurem Angel-Juicer entsaftet. Genauso könnt ihr auch frisches Weizengras nehmen, das wir bei uns in der Rocosteria anbauen. Treibt Sport in Parkanlagen oder Wäldern und nutzt unser Magnesium-Spray, um euch nach dem Duschen mit noch mehr Energie aufzuladen. Verreibt ätherische Öle von Young Living auf eurer Haut, zieht Sprossen, macht Darmspülung und entspannt euch auf der Seragym Infrarotliege. Erdet euch mit TerraPro und schützt euch vor elektromagnetischer Strahlung mit dem Vita-Chip. Fahrt zum Blue Room nach Weimar und macht Rohkosturlaube in den Tropen mit uns und unserer Crew. Besucht ionisierte Salzkrauten, meditiert und entfaltet eure Göttlichkeit, denn dann braucht ihr nichts mehr von all dem, sondern seid mit euch selbst vollkommen in Einklang und zufrieden. Auf dem Weg dahin möchte ich euch weiterhin unterstützen und deswegen würde ich mich sehr über ein Abonnement freuen und wenn ihr weiter dabei bleibt für das nächste Video. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, euer David. Alle Links für die Produkt- und Anwendung findet ihr unten in der Infobox.